Also ich war ziemlich aufgeregt halt und nervös. Oh my God! Yeah, I mean just that physicality that we brought every single night. I mean that was huge and definitely gave us the upper hand in all the series. You know how long and how many hours, how many days we put in for that season and for that chance, you know, and then to know that you have nothing, you can't do anything about it, you know, it's a tough situation. Hey Leon, das hast du dir so verdient. Wisst ihr eigentlich, was gerade passiert ist? Under Review, die Steelers-Dokumentation. Es ist Playoff-Zeit. Die beste Zeit des Jahres steht vor der Tür und dieses Jahr geht es um mehr als nur den Meistertitel. Zwischen Kassel, Frankfurt und Bietigheim geht es um weit mehr. Diese drei Teams wollen den Schritt in die DEL schaffen. Nachdem die laufende Saison nur wenige Spieltage vor dem Ende abgebrochen wurde und die Mannschaft der Steelers ihre 14-tägige Quarantäne überstanden hatte, ist es soweit. Und das Team von Danny Noh ist endlich zurück auf dem Eis. Auch Tim Schüle und Yannick Wenzel sind nach überstandener Verletzung wieder zurück im Mannschaftstraining. Ich habe mich verletzt Ende Februar und wusste, dass ich eine Zeit brauchen werde. Und ja, hatte dann eigentlich spekuliert oder gehofft, dass ich das letzte Saisonwochenende mitnehmen kann nochmal vor den Playoffs. Und als die Mannschaft dann wieder in Quarantäne eingefahren ist, wusste ich, das wird nichts mehr. Aber hatte dadurch natürlich auch ein paar extra Tage Zeit vor den Playoffs nochmal. Aber so ein Kaltstart in die Playoffs war nicht einfach. Weil normalerweise spielt man sich dann doch in einen Rhythmus vor den Playoffs. Und ja, das hat komplett gefehlt. Und ich glaube, das hat man zumindest, oder auf jeden Fall in der ersten Runde auch gesehen. Da war ich nicht wirklich zufrieden mit mir selbst. Endlich ist es soweit. Der Kampf um die Meisterschaft kann beginnen. In der ersten Playoff-Runde warten die Löwen Frankfurt auf das Team der Steelers. Gleich zwei Aufstiegskandidaten treffen aufeinander und es kann nur einen geben, der den Traum weiterleben darf. Bedingt durch die letzten Corona-Fälle müssen die Steelers in Spiel 1 noch auf 5 Spieler verzichten. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Playoff-Spiel Nummer 1 der Viertelfinalserie zwischen den Bietigheim Steelers und den Löwen aus Frankfurt. Das Duell gegen Frankfurt temporeich und mit dazugehöriger Playoff-Härte. Die Steelers kommen gut ins erste Spiel und haben mit Jimmy Herpel einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Abgefälscht, die Scheibe frei, zweimal, dreimal und dann ist sie drin. Und das 1:0 für die Bietigheim Steelers. Yannick Wenzel steht goldrichtig. 2:0, CJ Stretch mit Riley Sheen und das 2:1 für die Bietigheim Steelers nutzen den Scheibenverlust an der blauen Linie der Löwen. Berger mit der Übersicht für Sheen, Sheen mit dem Tor. 3:1 für die Steelers. Come on, boys, let's go! Boys, on the toes here, eh? They don't get us here. Schuss weg, wo ist die Scheibe bei McCauley? Jetzt wird's wild, aber die Steelers arbeiten weiter stark gegen die Scheibe. Am Ende steht ein verdientes 4:2 auf der Anzeige und somit die Führung in der Serie. Zwei Tage später macht sich das Team bereits auf den Weg zu Spiel 2 nach Frankfurt. Mit dem Sieg aus Spiel 1 im Rücken starten die Steelers mit viel Selbstvertrauen. Vor allem die Reihe um Riley Sheen trumpft erneut stark auf. Alle, alle, alle.
mit vielen Chancen auf beiden Seiten und einer meist gesunden Playoff-Karte. Nach zwei Dritteln dann allerdings der Rückschlag. Jimmy Hertel kommt nach der zweiten Drittelpause nicht zurück aufs Eis, nachdem er mehrere Male hart angegangen wurde. Es beginnt die große Stunde für den 19-jährigen Dubrava, der in seiner ersten Profisaison zum Rückhalt und einzig verbleibenden Torhüter für die restlichen Playoffs werden sollte. Also ich war ziemlich aufgeregt halt und nervös, aber hat sich dann eigentlich relativ schnell gelegt. Also es haben auch gleich der Danny, der Fabs und Gotchi und viele andere auch gleich mit mir gesprochen und mich beruhigt. Und ja, so bin ich eigentlich relativ schnell reingekommen. Und dann, sobald ich die ersten paar Schüsse hatte, war ich sowieso so in der Zone. Dubrava knüpft an die Leistung von Hertel an und fährt somit seinen ersten, wenn auch geteilten Sieg in den Playoffs ein. 2:0 in der Serie. Es fehlt also nur noch ein Sieg, um den Halbfinaleinzug perfekt zu machen. Dass der letzte Sieg der schwerste ist, sollte sich leider noch zeigen. Spiel 3 und 4 gehen deutlich an die Löwen. Dem Team um Danny No droht die Serie zu entgleiten. Und es kommt zum finalen Showdown im Ellental. Alles oder nichts. Halbfinale oder Sommerpause. Bietigheim oder Frankfurt. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier aus der Legitrans Arena. Showdown im Ellental. Es ist ein Spiel mit hohem Tempo und guten Chancen auf beiden Seiten. Nach 20 Minuten sind es allerdings die Löwen, die 2:0 in Führung liegen. Danny No fand in der Drittelpause die richtigen Worte und die Steelers kamen nochmal zurück. Der Schuss und da ist der Anschlusstreffer, Norman Hauner. Alex Breibisch mit dem Schuss. Kuzis lässt nach vorne abprallen und da haben wir diesen eventuellen Dosenöffner. Schüle jetzt mit dem Schuss. Schüle bricht der Schläger beim Schussversuch und da ist der Ausgleich. Ryan Sheen, Doppelpack der Steelers. Erst bricht der Schläger von Tim Schüle, aber. Reine Sheen mit dem nächsten Anlauf. Jasper mit dabei. Evan Jasper mit dem Querpass. Und da ist das 3:2 für die Steelers, die das Spiel drehen. Überragender Angriff. Kuzis verlässt seinen Kasten. Die Steelers jetzt mit 5. Kein Abseits. Die Scheibe tief. Dubrava sichert sie. Und wir haben 15 Sekunden vor dem Ende nochmal Bulli vor Leon Dubrava. Sie kommt sie nicht durch. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung geht die Reise also weiter. Nächster Stopp, Halbfinale. Zwei Tage später ist das Team in Freiburg zu Gast. Die Steelers kommen mit viel Schwung aus der vorherigen Serie und dominieren Spiel 1 bei den Wölfen. Auch dank drei überragenden Toren von Norman Hauner.
Dann der Puck abgefälscht. Und da ist das Tor. Wieder ein 2 auf 1. Wieder die Reihe um Norman Hauner. Und es war wieder Norman Hauner, der am Ende das Tor für die Bietigheim Steelers erzielt. Und dann ist die Schlusssirene. Die Partie zwischen dem EHC Freiburg und den Bietigheim Steelers endet mit 2-6. Keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, gegen Frankfurt habe ich noch gebraucht, um wieder reinzukommen durch diese Corona-Pause. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, viele Spieler wurden schon wieder auch müder durch die intensiven ersten Runden. Und ich hatte immer noch das Gefühl, ich wurde von Spiel zu Spiel besser. Ich fühle mich immer besser, ich kam besser rein und hatte dadurch einfach Selbstvertrauen und dann lief's. Spiel 2 und zugleich Heimspiel für die Steelers. Ja, herzlich willkommen zu Halbfinalspiel Nummer 2 zwischen den Bietigheim Steelers und den Wölfen aus Freiburg. Jetzt in der Spielmacherposition von Matt McKnight. Schuss von Tim Schüle und da ist das 1-0. Nichts zu sehen aus meiner Sicht hier für Enrico Salvarani. Und noch Brad Breitkreuz mit der Übersicht und der Ausgleich der Steelers. Sie schaffen es doch noch, 45 Sekunden. Ein Spiel mit vielen Chancen und starken Torhütern geht nach 60 Minuten in die Overtime. In der Overtime glänzt zuerst Dubrava. Die Scheibe frei, Dubrava mit einem Big Save. Und dann ist es erneut Norman Hauner. Hauner gegen Salvarani und Norman Hauner in die Entscheidung. 3-2 für die Steelers, die sich Sieg 2 holen. Aber Leon Dubrava ist der Mann des Spiels. Er sichert mit diesem Big Save gegen Chris Billig den zweiten Sieg der Steelers und dann CJ Stretch für Norman Hauner. 3-2 Sieg in der Overtime und die 2-0 Führung in der Serie. Wow, wow, wow. Geil. Did you see that save? Holy shit! Im gewohnten Zwei-Tages-Rhythmus geht es in Freiburg weiter. Und die Steelers mit dem ersten Matchbook und der Chance auf den frühzeitigen Finaleinzug. Bietigheim kommt wie schon in den ersten Spielen stark ins Spiel und liegt nach der Hälfte des Spiels mit 3-1 vorne. Riley Sheep. Oh, gute Gelegenheit! Und dann dauert es 31 Sekunden und Riley Sheen donnert die Scheibe zum 2-0 für die Bietigheimer in die Maschen. Doch Freiburg gelingt das Comeback und der Sieg im Spiel 3. Die Entscheidung um die Serie also vertagt und es kommt zu Spiel 4 in Bietigheim. Es kommt, wie es kommen muss und Bietigheim hat erneut das Nachsehen. Wie schon in der Serie gegen Frankfurt geht es also in das entscheidende fünfte Spiel. Die Wölfe halten die Serie am Leben und es kommt am Dienstag in der Echte Helden Arena erneut zum absoluten Showdown für die Steelers. Spiel 5. Do or die. Alles oder nichts. Finale oder Sommerpause. Die
Steelers kommen wie gewohnt hochkonzentriert aus der Kabine und gehen verdient mit 2:0 in Führung. Oh, Tor, da ist er! Bietigheim im direkten Gegenzug. Mit dem Auge, Gott, springt die Scheibe vor Tor! Und dann ist das die Nummer 29, Alexander Preibisch. Innerhalb von 2 Minuten, dann aber der Doppelschlag der Wölfe. Mit Sakian, der jetzt hier den Puck bekommt, gute Schussmöglichkeit. Und auch der ist drin, Tor! Und da ist es, das Special Team des ERC Freiburg. 2:2 nach 40 Minuten. Das letzte Drittel gehörte wieder den Steelers. Und erneut ist es Norman Hauner, der die Führung wiederherstellt und die Steelers vom Finale träumen lässt. Hat immer noch die Scheibe, immer noch nicht aufzuhalten. Und das ist die Führung für die Steelers, Norman Hauner. Spätestens mit dem 4:2 durch Mad Knight ist alles klar. Und die Euphorie über den Finaleinzug unaufhaltsam. Nach 2018 also wieder mal ein Finale mit Bietigheimer Beteiligung. Am Ende unnötig, dass wir es so spannend gemacht haben, glaube ich. Da werden es früher in der Hand gehabt schon. Aber am Ende, glaube ich, ist es absolut verdient, dass wir da jetzt stehen und uns Kassel stellen können. Oh, anderes Hockey. Ich glaube, so ganz, ganz anderes Hockey gegen Kassel. Die werden kommen mit 4 Reihen. Aber wenn wir unsere Linie durchziehen und einfach spielen, dann ist es eine offene Serie, die, glaube ich, lang gehen wird. Ist geil. Was ja sonst zu sagen? Gegen Frankfurt, das ist schon immer eine emotionale Serie gewesen und da muss man dann auch schauen, dass man diese Emotionen mit reinbringt. Bei Freiburg ist jetzt nicht so, dass man sagt, klar, das ist ein super Gegner, aber da hat man vielleicht nicht so dieses Emotionale mit dabei, wo man jetzt sagt, die wollen wir unbedingt schlagen. Und da hatten wir echt auch das Glück, dass wir die ersten 2 Spiele gewinnen konnten und haben halt dadurch auch gesehen, okay, wir haben die Chance wirklich jetzt ins Finale zu kommen. Und dann war das einfach wieder eine enge Serie bis zum Schluss und zum Glück haben wir dann am Ende gewonnen. 3 Tage später, Finale Spiel 1. Die Steelers zu Gast bei den Kassel Huskies. Beide Clubs haben die Lizenzbürgschaft für einen möglichen Aufstieg in die DEL hinterlegt.
Somit geht es für beide Teams um mehr als nur den Meistertitel. DL2-Finale zwischen Kassel Huskies und Bietigheim Steelers. Es läuft ab jetzt. Es sollte ein Spiel werden, das durch viel Härte und Emotionen geprägt wird. Ein Abschuss ist Tor! Tor für die Huskies, das 1:0. Strafwürdig. Seponary vor dem Tor! Der Treffer zum 2:0 von Winnie Seponary. Nach spannenden 60 Minuten geht das erste Spiel mit 2:1 an die Huskies. Einen herben Rückschlag müssen die Steelers zusätzlich mit den Verletzungen von Riley Sheen und Brett Breitkreuz einstecken, die auch in der Folge nicht mehr zum Einsatz kommen sollten. To be perfectly honest with you, I tried not to think about it. Yeah, it was disappointing, but I knew right away, you know, that was it for me before I even came into the locker room. You know, I got like the hit behind the net there and kind of shook it off and I went back on the ice and I went to turn to go to the face off and my knee just gave out, flopped to the side. It's one of those things where you just, there's really nothing you can do about it. So just try to stay positive and support the guys. But yeah, at the end of the day, it's a miserable feeling. You can't do anything about it. You know, it's a tough situation. Umso wichtiger treten die Fans der Steelers auf, die der Mannschaft kurz vor Spiel 2 nochmal ihre Unterstützung zusprechen. Danke. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Finalspiel Nummer 2 hier in Bietigheim-Bissingen in der EG Trans Arena. Die Steelers kommen besser ins Spiel und erarbeiten sich gute Chancen. Schon in Spiel 1 gibt es die ein oder andere überharte Aktion. Oh, hartes Check von Olsen. Ja, gegen Niki Gotsch. Und da war ja was am Freitag mit Ryan Olsen. Und jetzt fliegen die Helme und die Fetzen. Pokorny schnappt sich da Schmidt-Peter. Niki Gotsch, um den geht es eigentlich, um den sollte man sich kümmern. Aber jetzt die Schiedsrichter machen das gut, beruhigen die Gemüter. Ich glaube, Jasper war direkt da und jetzt haben wir Michi Christ mit Evan Jasper. Yeah, I mean, we tried to stay away from a lot of the trash talk, but definitely it's, you know, little scrums after the whistles, hard hits, good back check, everything like that. That's playoff hockey and you need to have that if you're going to have success in this league and in any league really. But yeah, I mean, just that physicality that we brought every single night, I mean, that was huge and definitely gave us the upper hand in all the series. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt der Alleingang gegen Leon Dubrava. Leon Dubrava, überragend. Leon Dubrava, bockstark gegen Luis Spitzner. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels dann das 1:0. Es läuft nach Plan für das Team von Danny Noor. Die Steelers werfen auch in der Folge alles in die Zweikämpfe. Und Leon Dubrava hält seinen Kasten sauber. Jedenfalls bis zur 38. Minute. Der 1:1 Ausgleich. Im letzten Drittel ist es dann Kassel, die das Momentum auf ihrer Seite haben und sich mit dem 4:1 Sieg die 2:0 Serienführung und den ersten Matchpunkt sichern. Für das Team von Danny Noor kommt es also bereits in Spiel 3 zu einem Do-or-Die-Spiel. Neben Sheen und Breitkreuz ist nach einem Check in Spiel 2 auch Kapitän Niki Gotsch zum Zuschauen verdammt. Ja, das ist schon ziemlich bitter. Klar, das Finale, du willst unbedingt spielen. Ich habe auch gesagt, hey, hätte mir nicht einfach irgendwie den Finger brechen können oder was weiß ich,
was eigentlich scheißegal gewesen wäre, mit dem kannst du spielen, aber mit dem Kopf, da musst du schon vorsichtig sein. Und ich habe es zwar nochmal probiert und war eigentlich relativ gut, aber dann abends habe ich schon gemerkt, dass es wieder anfängt. Es ist bitter, aber wie gesagt, letztendlich überwiegt die Freude und ja, einfach die Teamleistung ist einfach Wahnsinn. Kassel mit der frühen Führung. Doch die Steelers kommen zurück und gleichen kurze Zeit später aus. Schon wieder an der Scheibe ist, diesmal ein Querpass sucht und das ist der Ausgleich für die Gäste. Tor zum 1:1. Ja, Elvin Jasper war es und dann hat mir Hass gestanden. Wie schon in den vorherigen Spielen rettet Leon Dubrava ein ums andere Mal und ist schon jetzt der große Gewinner der Playoffs. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, wenn man bedenkt, der Junge ist erst 19 Jahre alt und war bei uns eigentlich eingeplant als dritter Torhüter. Aber das ist trotzdem Wahnsinn, weil in den Playoffs hast du eh nochmal einen ganz anderen Druck, wie wenn du jetzt ein normales Saisonspiel machst. Und ich zieh da meinen Hut vor ihm, dass er da so cool geblieben ist und sich echt reingekämpft hat und mit uns das Ding gewonnen hat. Das ist so Geschichten, das schreibt eigentlich nur der Sport. Das erlebt man selten irgendwo anders. Und mich freut es wahnsinnig, natürlich auch für ihn. Kassel weiterhin mit viel Druck. Kleinere Unstimmigkeiten nutzen sie eiskalt aus und gehen erneut in Führung. Nach einem torlosen Mitteldrittel folgen 20 Minuten, die es in sich hatten. Bietigheim wirft nochmal alles nach vorne und sollte belohnt werden. Gut, klar, den Steelers hier, Tim Schüle. 30 Sekunden haben wir noch. McKnight. Yeah! 3:2 für die Steelers. Den ersten Matchpunkt also abgewehrt und es geht zurück nach Bietigheim zu einem vierten Spiel. It's crazy. You turn into a fan, but you're so invested, you know, because of all you've gone through throughout the season as well. So, I mean, yeah, it was just up and down and back and forth. And, you know, you, like I said, you just got to try to stay calm too. And it's impossible, but you have to, because like I said, I'm sitting there and knowing there's nothing I can do about it, you know. And that's the only thing where you get frustrated or you kind of get upset, you drive yourself crazy if you don't aren't able to deal with it. So Spiel 4. Ein letztes Mal auf heimischem Eis und es sollte kein Spiel für schwache Nerven werden. Come on, boys, hey, believe it, believe it! All out, hey, all out, it's our game!
Steelers am Drücker mit Evan Jasper. Vorbei an Rutkowski, Pass in die Mitte und Jerry Kuhn. Und da ist das 1:0 für die Steelers. Stretch of Norman Hauner. Zintek setzt das stark nach. Das ist etwas unsortiert und das 2:0 für die Steelers. CJ Stretch. Same way defense, same way here. Wheel! Ein Wechselbad der Gefühle. Geführt, zurückgelegen, wiedergeführt. Alles gegeben und erneut den Ausgleich kassiert. Energy, komm! Wir arbeiten weiter. They can't skate with you! They can't fucking skate with you, hey? Und jetzt eventuell die 2 auf 1. Yannick Wenzel! Ja, wieder das Spiel gedreht. Robin Just. Überragend. Oh, jetzt bleibt Renner am Boden liegen. Im Zweikampf. Und ja, Kassel nutzt das aus und Lukas Laub trifft mit dem One-Timer. 4:4. Jeder hatte bereits mit der Overtime gerechnet. Zumindest bis anderthalb Sekunden vor dem Ende. Was für ein Block. Ja, spitzt noch, aber der Scheibe immer noch heiß. Wie das ist, Jasper bringt sie rein. Tor! Tor! 1,5 Sekunden! 1,5 Sekunden, du hast es gesagt. Herzschlagfinale im Ellental. Und die Steelers machen es erneut. Die Emotionen kaum zu bändigen. 5:4. Sieg und der Ausgleich in der Serie. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht beschreiben. Ich habe gesehen, der Hauni hat die Scheibe in der Ecke und der Jesse bekommt sie. Und ich denke, das hat man in den Playoffs jetzt oft genug gesehen, dass der Jesse immer versucht, so schnell wie möglich vor oder ums Tor zu kommen. Und habe gesehen, er läuft hinter das Tor und wusste, dass nicht mehr viel Zeit auf der Uhr ist. Und ich habe einfach spekuliert, dass der Jesse entweder den Bauerntrick selber reinmacht oder wenn er ihn nicht trifft, dass die Scheibe ins Slot prallt. Und dass sie mir so in dem Moment auf die Kelle rutscht, war einfach Glück. Aber das nehme ich gern, das Glück. Und dann, dass der Schuss reingeht, ich habe ehrlich gesagt Augen zu und durch. Ich habe nicht geschaut oder gezielt oder hatte zum Glück keine Zeit überlegen, wohin, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auf den Bauch geschossen. Es geht also nochmal zurück nach Kassel, zu einem alles entscheidenden, allerletzten Spiel in den Playoffs. Am Morgen des Spiels versammeln sich mehrere hundert Fans der Steelers vor der Arena, um das Team in Richtung Kassel zu verabschieden. Der Stolz auf dieses Team ist kaum zu übersehen. Die ganzen Fans, die hier waren und uns verabschiedet haben, das war einfach so ein cooles Gefühl, doch dann zu sehen, wie viele Bietigheimer hinter uns stehen, wie viele Fans einfach da sind, weil man bekommt es einfach halt schwierig mit dieses Jahr. Das war echt ein Jahr zum Vergessen gefühlt, zumindest was das anging, was Zuschauer anging, auch Familien. Es wäre so schön gewesen, mit denen das zusammen zu feiern. Die waren immer da, haben uns supportet.
Aber trotzdem war es cool, nochmal so eine Bestätigung doch von den Fans zu bekommen und dass sie auf uns gewartet haben und ja. It was incredible, yeah, to see the support that we were given before Game 5. I mean, I didn't even know how many people were going to be there. I didn't even know there was going to be people there. So walking out, having the flags waving, all the families were there. The flares were going, the chants. It was awesome, and I think it just gave us another spark, and it gave us another, you know, reason for us to bring the championship back home to Bietigheim. Yeah, this is really, really cool. I would give anything to be on the bus with everybody, but it is what it is. So I'm gonna cheer as hard as I can, and I'm one of these guys today. I'm a fan, so yeah, this is awesome. I can't. Yeah, it's exciting. It makes me want to get to Kassel and see what's gonna happen. And really wish I could be on that bus. So. Support is incredible. Just to come out and see this is overwhelming, really. And I know that the boys really appreciate it, and they're gonna go and give it 110% for sure tonight. Und dann sind wir drinne im alles entscheidenden Spiel 5 um den Aufstieg und die Meisterschaft in der DEL2. Das letzte Finalspiel beginnt mit hohem Tempo und der Führung für die Steelers. Kassel kommt zurück und gleicht aus. In der Folge ein offener Schlagabtausch und die Führung für die Huskies. Es geht ins letzte Drittel und wieder einmal liegen die Steelers zurück. Allerdings haben sie schon mehrmals bewiesen, dass im dritten Drittel noch mit ihnen zu rechnen ist. Zuerst sind es die Huskies, die in Überzahl gute Möglichkeiten haben. Es folgt, worauf jeder gehofft hatte. Die Steelers drehen das Spiel. Erst Hauner mit dem Ausgleich. Wenige Minuten später Jasper mit der Führung. Anytime we were down going into the third periods or just in any of the games, I don't think there was one person that didn't think we couldn't come back. Pretty incredible having three come from behind victories in the third period. It was just, you can't write a better story than that, so. Come on boys, 7 minutes, let's go! Möglichkeitsfehler, Norman Hauner setzt sich durch. Nächster Abstoß und der Treffer von Norman Hauner. Come on, come on, come on, come on, come on.
Kassel schmiss in der Folge alles nach vorne, holte Kuhn aus dem Tor und machte ordentlich Druck. ...92 Sekunden vor dem Ende. Tim Schüle mit dem 5:2. Die Entscheidung. Die verbleibenden Sekunden, keine Formblätter. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke, so ein bisschen das letzte Drittel gegen Frankfurt hier, das war, fand ich, so Playoff-entscheidend, wie wir da das 2-0 gedreht haben im letzten Drittel. Ich denke, das war unser bestes Drittel in der ganzen Saison. Ja, das hat sich dann so durchgezogen. Wir wussten, wir können enge Spiele gewinnen, wir können es auch am Ende drehen, wenn es sein muss. Wir brauchten oftmals ein Tor, um in die Verlängerung zu kommen. Aber wir haben uns dann wirklich teilweise in einen Rausch gespielt. Und auch am Samstag gegen Kassel. Wir haben das erste Drittel sehr gut begonnen, hatten Überzahltor geschossen, Kassel ein Überzahltor geschossen und im zweiten Drittel haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Und ich denke schon, dass es so ein bisschen in unserem Kopf war, okay, wenn wir das zweite Drittel überleben, wenn wir da mit einem Tor Rückstand, dann haben wir eine Chance. Und ja, was dann auch im dritten Drittel passiert ist, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist dann wirklich wie ein Rausch. Und innerhalb von 5 Minuten war das Ding dann auf unserer Seite und dann lief es wie von selbst. Hey! Focus, boys. 1.5 miles, boys, hey? Boys. Boah, hey. Mein Puls heute an. Guck mal das an, ey. Guck dir das mal an, Alter. Oh, was hab, Robby? 13 haben wir noch. Und die Steelers Bank, die feiert schon. Und das völlig zu Recht. Also, herzlichen Glückwunsch an die Bietigheim Steelers zum Meistertitel im Jahr 2021 und zum Aufstieg in die DEL. Ich konnte es nicht realisieren, einfach nur, ich habe nur geschrien, nur gejubelt, es war einfach nur Emotionen pur. Ich kann es bis jetzt nicht wirklich beschreiben, es war unglaublich, also damit hätte ich selber nicht gerechnet. Ja! Ich habe keine Worte gerade. Das Team ist der absolute Hammer. Jeder Einzelne feiert da bis zum Ende. Wir haben da den Leon im Tor, der eine Ruhe ausstrahlt, der ein unglaubliches Spiel gemacht hat. Wahnsinnsserien. 5-mal All-or-Nothing-Spiele und der so geil. Und dann das ganze Team, jeder Einzelne wirklich. Wir haben keinen, der irgendwie nur 1000 Punkte gemacht hat. Jeder hat Gas gegeben, wenn es sein musste. Geil. 5, Baby! Oh, was soll man dazu sagen, ja? Mich eigentlich komplett verarschen. Da gewinnst du 5:2 in Kassel. Heilbronn oder Berlin? Ah, wir haben uns für Berlin entschieden heute. Holy. Nur weil der Erfolgsgarant gekommen ist. 8 Meisterschaften. Ja, ist die eine. Jawohl. Da bist du uns Connor ans. Also 3 Meisterschaften. Danke, René, dass du mir geholfen hast, 3 Meisterschaften zu erreichen. Weltklasse. Ja, du, ich bin auch sehr froh, dass du da bist. Hey, geil, Leon, das hast du dir so verdient. Wisst ihr eigentlich, was gerade passiert ist? Woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass wir einfach geil sind. Daran hat es gelegen. Ende aus mit die Maus. Ja! Wir sehen uns dann. Ja, ich glaube 10.09. Erstes DL-Spiel für Bietigheim, wenn wir das Heimspiel ist. Bete ich für euch, dass das Ding rappelvoll ausverkauft ist. Sonst seid ihr alle falsch am Platz. Okay, aber jetzt feiern wir erstmal schön, ordentlich, alle. Danke für den Support zu Hause. Wir sehen uns, macht's es gut und seid gespannt auf die nächsten Frisuren.
Ich habe die Jungs gesagt, dass die eine Möglichkeit hier ein 0-2 zu drehen und die Serie zu gewinnen. Die haben die Möglichkeit, Legende zu werden. Die haben die Möglichkeiten, etwas zu erreichen, dass die ihr ganzes Leben zurückdenken können und sagen, Mensch, was wir da gemacht haben, das war einmalig, das war Wahnsinn. Und ich glaube, die haben dran geglaubt und ja, wie gesagt, Belief war wichtig heute. War schon emotional, was ihr da heute abgeliefert habt seit Vormittag. Ich denke, dass ihr auch gesehen habt, dass wir alles dafür geben, dass wir heute diesen Titel geholt haben. Natürlich auch ein großer Dank an Leon, weil wer hätte das erwartet, dass der als ich glaube 19 Jahre ist er, dass der mit diesem Druck umgehen kann. Und von dem her muss ich einfach sagen, Hut ab erstmal vom Leon. Dann der zweite Hut, der geht an die Mannschaft, weil das war ein Wahnsinnsjahr, es war verrückt. Zweimal Quarantäne, was weiß ich was alles. Dauernd PCR-Test, Test, hier Test, da, schlag mich tot. Und im Endeffekt muss ich aber auch sagen, wir haben verdient gewonnen, weil die Kassler haben gewonnen noch 2-0. Das war's. Aber wenn man das ganze Jahr nur immer mit einer Führung spielt, dann weiß man nie, was es heißt zu kämpfen. Und deswegen muss ich der Mannschaft am brutalen sagen, Chapeau meine Freunde, das haben wir geil gemacht heuer. Prost! Eins, jawohl! Das wird eine Heimfahrt, sage ich dir. Wow! Nach 2018 sind die Steelers also wieder Meister. Und nach 2006 der erste Club, der den sportlichen Aufstieg in die DEL geschafft hat. Das große Ziel endlich erreicht. Auch zur Freude der Fans, die bis spät in der Nacht noch in der Arena auf das Team warteten und gebührend empfingen. Traum von der DEL wahrgemacht und alle notwendigen Vorgaben umgesetzt werden. Also gut, heute ist Sonntag, der 24., nee, Montag, der 24. Und morgen, am 25., werden wir unsere Unterlagen für die Lizenzierung bei der DEL abgeben. Wir haben morgen früh um 7.30 Uhr Termin mit unserem Steuerberater, gehen wir alles Punkt für Punkt durch, scannen alles ein, schicken es weg, haben dann die Originaldokumente in einem großen Ordner, werden den dann direkt mit dem Kurier nach Neuss fahren, damit wir auch sicher sind, dass er frisch, form- und zeitgerecht dort ankommt. Parallel, auch jetzt schon über das ganze Pfingsten, sind natürlich Telefonate notwendig, auch in Richtung Sponsoren. Wir haben immer daran geglaubt,
dass die Sponsoren bei uns bleiben. Die meisten sind auch bei uns geblieben und wollen natürlich jetzt auch neue Sponsoren gewinnen. Es sind intensive Gespräche, weil natürlich, wir haben zwar jetzt uns sportlich qualifiziert, müssen die Lizenzierung über uns gehen lassen, was jeder andere muss, da müssen wir jetzt ein paar Wochen warten. Klar, es muss auch unsere Spielstätte, die EG Trans Arena, entsprechend den DEL-Standards angepasst werden. Hier sind wir mit der Stadt, den Stadtwerken im engen Kontakt, weil das große Thema, was auch durch die Medien geht, ist diese Flexbande. Das ist mit ein K.O.-Kriterium, aber das hat die DEL schon sehr früh uns gesagt. Bei allen Terminen waren die Stadtwerke mit am Tisch. Sie kennen die Anforderungen, sie kennen die Protokolle. Da denke ich, dass auch das im Sinne der Sportstadt Bietigheim-Wissingen und dem nun doch möglichen und auch tatsächlich realisierten sportlichen Aufstieg gemacht werden muss. Wir müssen aktuell noch ohne Zuschauer planen. Das heißt, wir werden noch nicht in den Verkauf von Dauerkarten gehen können, noch kein Verkauf von VIP-Karten. Das Delta, was dadurch entsteht, wird in der Lizenzierung über Zuschüsse vom Staat abgedeckt. Dennoch habe ich keinen Bock mehr auf eine Saison ohne Zuschauer. Wir brauchen unsere Fans in den Stadien, in allen Stadien, unabhängig von der Liga. Wir wollen wieder mit Fans und für Fans spielen. Und das ist natürlich auch der Hebel, um wieder, ich sage es ganz ehrlich, Umsatz zu generieren, weil die Begeisterung ist jetzt groß, wir haben großen Zuspruch und wir wollen endlich mal wieder die Arena voll sehen. Es kommen sehr attraktive Gegner, nichts gegen die Gegner der DL2, aber München, Köln, Düsseldorf und Mannheim sind einfach tolle Namen. Wir freuen uns auf diese Gegner, aber das Ganze kostet auch Geld. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich konservativ und solide an das Thema rangehen werde. Mit dem Trainer sind wir auch am Kader dran. Wir werden das tun, was wir uns leisten können. Werden wir auch in dieser Saison, werden wir auch bei der neuen nachladen können. Wenn wir sehen, wo Bedarf ist, wo wir dringend Handlungsbedarf sehen, werden wir das tun. Uns ist wichtig, als Ziel ganz klar, der Nichtabstieg. Bei 15 Clubs werden 2 absteigen. Das heißt, wir müssen 2 hinter uns lassen. Das ist das große Ziel. Und dann ist alles, was wir dieses Jahr erreichen können, dass wir viele Menschen motivieren, uns zu unterstützen. Das gilt Privatleute, Firmen, Unternehmen, Fans. Und das ist die Arbeit, wo wir jetzt auf breiter Basis ran müssen, in der Hoffnung, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Und alle, die jetzt begeistert sind, diese Begeisterung mitnehmen, die Steelers unterstützen in den Möglichkeiten, die sie haben. Und dann mache ich mir um das, was auf uns zukommt, gar keine großen Sorgen. Es wartet also einiges an Arbeit auf die Offiziellen der Steelers. Doch für den Moment genießt man den Erfolg.